diese Dächer und so. Ich finde es eigentlich richtig süß. So. Bis hier irgendwo hin? Welcher Bereich ist das hier? So. Okay, ist nichts Besonderes. Gut, dann würde ich jetzt einmal, wo wir gerade hier sind, würde ich einmal noch so eine Komponente einsammeln, ne? Eine Komponente sei ich schon. Reisende von nah und fern. Reisende von fern und nah. Hofft ihr euch hier unterzulassen? Das ist es. So, ich würde gerne... Achso, ja, wir können auch mit der ganz kurz sprechen. Frieden, Zadik. Friede sei mit dir. So, war ein Ansehen. Was hast du da? So viel Auswahl. Sie hat ein Buch da. Du Eumel. Ein Silberling, Silberling, genau. Silberring hätte ich gerne behalten. Aber brauchen wir eigentlich nicht. So. Köcher hierbei ist der bei allem voll. Krieger kümmern. Sonst nichts? Ja, sorry, ja? Ich sollte mal weiter. Hübsche Frauen mit Büchern machen mich nervös. Also, die kann lesen, die ist emanzipiert. Furchtbar. Ja. Oh. Ich kletter mal ganz kurz hier rüber, ja? Ich muss da irgendwie meine Männlichkeit beweisen. Ich will eigentlich nur den Popel da einsammeln. Die Codex-Seite. Wo ist sie? Toll, dass hier überall Seile von mir aufgespannt sind. Ich muss nicht so in den Boden springen überall. Da oben, auf dem Kran. Ja. Genau, wisch deine Füße an irgendjemandes Wäsche ab. Gar kein Problem. Der würde sich nicht wundern. So. Nein. So, bist du. Ort entdeckt, das ist toll, danke. Das wollte ich machen. Ich will diesen Pinöpel haben. Ich dachte jetzt nicht, der ist an so einer unmöglichen Stelle einfach. Komme ich denn da ran? Eigentlich müsste ich doch einfach nur hier hochklettern können, oder? Muss ich ihn runter machen, damit der runtergeht? Kann ich von hier schon? Nein, kann ich nicht. Ah, okay. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, sowas. Codex aktualisiert. Schön! Ich greife mal ganz kurz das Ding hier weg und dann machen wir den Codex. Die Abbasiden und ihre Rivalen. Als Kalifen hatten die Abbasiden 750 bis 1258, ich habe gerade gesagt, dass ich 1200 sage, aber ich glaube, das ist auch falsch, politische und religiöse Macht über jeden Muslim. Aber trotz ihrer Bemühungen schwankten ihr tatsächlicher Einfluss über Zeit und Orte hinweg beträchtlich. Selbst auf dem Höhepunkt ihrer Macht in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts entzogen sich Gebiete unter muslimischer Herrschaft wie Al-Andalus, iberische Halbinseln und Al-Maghrib, der Nordwesten Afrikas, ihrer Kontrolle. Hauptsächliche Konkurrenten waren die Umayyaden und die Fatimiden. Mitglieder der Umayyaden hatten das Imperium von 661 bis 750 als Kalifen regiert, nachdem die Abbasiden sie gestürzt und die meisten von ihnen getötet hatten, entkamen einige der überlebenden Umayyaden. Abd ar-Rahman, erster Regentschaft 756 bis 788, auf die iberische Halbinsel und schaffte es dort, ein autonomes Herrschaftsgebiet zu errichten. Er nahm den Titel Emir, Herrscher, an und unterwarf sich nie, zahlte kein Tribut und schickte auch keine Geschenke nach Bagdad. Einer seiner Nachfolger, Abd ar-Rahman III., Regentschaft 912 bis 961, gründete einen rivalisierenden Kalifat in der Hauptstadt ihrer Dynastie, Cordoba. Was ist Cordoba? Ich glaube, es ist Cordoba, ne? Diese Analyse unter russischen Umayyaden buhlten mit ihrem abbasiden Rivalen um Kontrolle und Einfluss in Al-Maghrib, indem sie dort herrschten, Dynastie umgarnten und sich mit ihnen maßen.
Rivalität erstreckte sich auch auf die Kunst, darunter auch Luxusgegenstände wie die hier abgebildete Elfenbeinschatulle aus Cordoba, die für einen Prinzen eingefertigt wurde. Also, die haben sich so auf nette Weise bekriegt, so nach dem Motto, wer kann das Geilere herstellen, ja? Das ist eigentlich ziemlich interessant. Also, ihr kriegt in diesem Stream auch eure Dosis Museumswissen. Übrigens, wenn ihr jemals die Met besucht in New York, wir waren ja drin. Holy shit! Also, wir waren da 3 Stunden drin und die ersten paar Sachen, ne, wir sind vor allem Römer, griechische Sachen und ägyptische Sachen so lang gegangen, weil es so auf Hellwood ist, würde ich sagen. Du kannst nicht alles lesen. Also, du könntest mich da eine Woche einsperren, ich hätte, glaube ich, noch nicht alles gesehen. Insane. Also sind auf eine gute Weise sehr vollgestopft. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr was habt, was ihr euch unbedingt angucken wollt, guckt euch das zuerst an. Wir sind nicht mal bis Monet gekommen. Ja, es war wild. Unter den nordafrikanischen Dynastien stachen besonders Fatimiden hervor. Sie behaupteten über eine Tochter des Propheten Mohammed, das deutet meistens Mohammed, Fatima direkt von diesem abzustammen und errichteten im 10. Jahrhundert ein mächtiges Königreich in Nordafrika und Sizilien. 909 ließen sie als erste eine direkte Herausforderung an die Abbasiden verlauten, indem sie ein rivalisierendes Kalifat in ihrer neu gegründeten Hauptstadt Kairo einrichteten. Sie haben ein Kalifat im Königreich errichtet? Macht das Sinn? Mit der Zeit verloren die Abbasiden auch die Kontrolle über ihr restliches Imperium an Statthalter und Adlige vor Ort. Den Anfang machte 868 Ägypten. 945 behaupteten die Abbasiden-Kalifen zwar noch, die Führung der gesamten muslimischen Welt zu sein, doch ihre Macht beschränkte sich auf wenige mehr als ihr eigenen Palast in Bagdad. Das ist schon ein bisschen sad. Nein, ich habe davon gesprochen, dass die von ihm gemeint haben, sie sind muslimisches Oberhaupt der gesamten muslimischen Welt und dann sind die einfach nicht, haben die einfach gelogen. Komm gerade. Leute, unterschätzt niemals den Wert von Umverpackungen, es ist insane. Welche Kartons sind das genau? Leica M11 und? Also wir haben hier 2 Leica M11 Kartons. Es führt jetzt ein bisschen zu weit weg von was wir hier machen, wenn ich euch erzählen muss, woher wir die haben, aber wir haben die nicht geklaut. Genau, ein Kameraaustausch gewesen, um es kurz zu machen. Und wir haben die Umverpackung jetzt halt noch und Leander hat jetzt einfach 200 Euro die Verpackung verkauft. Schmeißt eure Verpackung nicht weg, Leute. Das ist sehr wichtig. Ja, nee, genau. Von so Kleinigkeiten, alles was so unter 100 Euro ist, weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Sinn ergibt. So. Gerade, ihr werdet vielleicht denken, ich bin verrückt, aber gerade so ein Fernsehkarton kann extrem gut sein, den noch zu haben. Selbst wenn ihr nicht euren Fernseher dann darin transportiert, sondern einen anderen Fernseher, aber, ne? Die Idee ist dieselbe. Ich sollte nicht weg von der Hauptquest laufen. Was denn? Du hast sie nicht alle leer gemacht, ja? Aber die hast du nicht mitverkauft. Nur die Verpackung. Jetzt kannst du den Rest noch verkaufen, ja? So, jetzt können wir gucken, ob wir Heilung nehmen oder nicht. Kriegen wir Heilung 1% alle 2 Sekunden oder nicht? Pass auf, ich habe nämlich... So, ich habe das Schwert hier, ne? Das aber 50% meiner Gesundheit natürlich kappt. Ich habe nur 50%. So, jetzt habe ich diese Rüstung gefunden. Bastian bestellt bis zu einem Maximum von 50% alle 2 Sekunden 1% Gesundheit hinterher. Und ich frage mich jetzt, weil ich ja jetzt gerade, ich bin ja bei meinen 100% Gesundheit, aber es sind halt nur 50%. Ich frage mich, ob er jetzt heilen wird oder nicht. Oder ob ich halt, ne, ob es sagt, tut es?
zu haben, den Hof in Samarra und in der runden Stadt zu gehen. An der Hüfte habe ich von Toller als Ausruhrbewegung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Versagen. Die sind zäh, ja? Bin gespannt. Ich will nicht prahlen. Eine Kostprobe unserer Musik gefällt? Sicher. Nee, alles gut. Danke. Wir sind sehr viele Wachen gerade. Ich muss eh über die Brücke. Ja gut, wenn die anderen Leute über die Brücke gehen, darf ich das auch. Gibt es wirklich? Was hast du denn? Sind das die einzelnen Prüfzertifikate für jedes einzelne Ticket? Das ist am selben Tag. Nee, das ist das Datum dasselbe. Ja, 2022/7/19. Das ist so. Ich schätze mal, das ist, wenn der Sticker erstellt wurde. So, können wir das Buch? Wir können das Buch noch einsammeln vorher hier, ne? Aus dem Weg. Ich bin auf Mission für. Ich sollte nicht irgendwo immer reinlaufen, nur weil ich glaube, dass da was ist. Weil ich weiß, dass da was ist. So, das hier sieht aber sehr tight aus gerade. Ja, ich brauche immer Schutz. Kann mich nicht verteidigen, ich bin wehrlos. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir gerade heilen. Gut, wir heilen wohl nicht. Habe ich mir schon fast gedacht. Das Buch ist gar nicht in dem Gebiet, in dem Sperrgebiet, oder? Hm? Ja. Ja. Was ist hier drin? Was atmest du so schwer jetzt? Wenn ich mich hier runtergleiten lasse, bin ich sofort im Schwergebiet wahrscheinlich, ne? Ich kann diesen Pnöpel jetzt mal aus meinem Gesicht nehmen, ich bin ja da. In dem Gebäude, auf dem ich bin, wahrscheinlich, ne? Ich wünsche, man könnte sich da so durchfallen lassen. So, hier ist keine Tür. Ich würde sagen, das ist jetzt aber nicht hier versteckt. Das wäre wild. Kannst du einmal hier. Mal gucken. Tür verriegelt, okay, klar. Safe jetzt anschwärzen. Die Tür ist auch nicht existent. Huch, was war das denn? Gut, wir müssen von der anderen Seite dran. Das heißt, ich muss mich sowieso mit den Wachen anliegen. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesehen hat, aber so. Ja. Hilfe. Ja. Ich warte jetzt mal, wer von den beiden kommt. Ob einer zu mir kommt. Zu mir! Ich pass auf dich auf! Ich pass auf dich auf. Warte! Den meinte ich gar nicht. Gut, lustig, dass das funktioniert. Verdammt, ich muss fliehen. So. Also ja, die verfolgen uns jetzt, diese Supereinheit, ne?
Das ist ja ab Stufe 2 schon so. Aber warum sollte ich jetzt deswegen fliehen? So. Ich sehe ehrlich gesagt den Grund gerade nicht. So, in einem Sperrgebiet sind die meistens relativ... Es interessiert mich nicht unterwegs. Kann ich mal ganz kurz... Wo ist dieses verdammte Buch da oben? Bin jetzt hier reingegangen für nichts. Ah, verstehe. Okay, das hat gar nichts gebracht. Wie mache ich das denn kaputt? Okay, das kann ich... Das kann ich irgendwie nicht machen, wenn ich irgendwo drauf balanciere. Ich weiß nicht genau, warum das der Fall ist. Das regt mich todes auf. Hm. Ich kann es auch nicht hochwerfen oder so, ne? Ich müsste davor balancieren können. Und dann ginge das. Ist aber sowieso verdings von da, okay. Okay, jetzt mal sehen. Ich meine, wer kann auch denken, dass es da keine Treppe gibt? Nee, und hier gibt es auch keine Fenster, klar. Klar. So, habe ich den Schlüssel eigentlich jetzt eingesammelt? Ich weiß es gar nicht. Wenn jemand unter den Stern will. Es ist so lustig, wie die damit umgehen, ne? Ist gerade kein anderer, ne? Hm. Yeah. So. Wehe, das trifft jetzt gleich nicht den Balken. Okay, es hat funktioniert. Wo wird er denn sauer? Ich bin hier fertig. Verdammt. Aber du kommst zurück. Natürlich komme ich zurück, ich bin nämlich immer noch da. Seltsam. Du bist tot! Holen. Oh, jo. Ciao. Hat die Truhe wenigstens gespeichert jetzt? Ich glaube, das war jetzt auch hier, ne? Also einen schaffe ich, aber wenn er dann aufmerksam erregt, dann, ne, also... Wenn man dieses Schwert benutzen will, macht es eigentlich kaum Sinn. Okay, der hat hier vorne gespeichert. Ist das? Nee, ich muss eh hier hin. Sorry. Mal gucken, ob das jetzt offen ist oder zu. Habe ich jetzt Elixier? Ja, ich habe. Okay, ich habe das Elixier. Von der anderen Seite. Okay, gut. Nein, ist nicht offen. So, mal dann. Ja, perfekt. Willst du mal rankommen? Nicht zu nah. Auf einen Meter? Ja? Halte Abstand. Genau du? Ja. Ich weiß nicht, wo die anderen herkamen oder wo die herkommen später. Ist es eigentlich auch wurscht. Ich weiß ja jetzt, wie ich da rankomme. So. Mal einsammeln. So, Ekuli benutzen. Ja,
Du musst mir das nicht ins Gesicht ballern, Spiel. Ich weiß das. Aber ich finde das gerne so. Weil, no offense, der Kuli bringt mir gar nichts. Wie viele haben wir noch? 4. Okay. Tot. Das sind halt nicht so viele, ne? Jemand gesehen? Sag mal, was denn? Bist du ein bisschen beschränkt, ne? Okay, es ist offensichtlich egal, wo ich den treffe. Hi! Ich hänge hier immer so rum. Ist nicht ungewöhnlich. Nicht für mich. Das ist jetzt hier einfach ein bisschen doof gelöst. Nein, das war schon richtig. Rein da. Ich finde es ganz schön, dass man vorher reingucken kann, aber das ist nicht so intuitiv gelöst, dass man da einfach drauf kommt. Nach dir habe ich gesucht. Schatz geborgen. Toll. Komm von hier aus ordentlich runter. Das ist so richtig so. Ihr hättet eine Treppe getan. Oder die Tür hätte ich weggelassen an deren Stelle. Weiß ich jetzt nicht. So, wir können ihn dem Typen geben, das weiß ich. I know. Buch der Erfindungen. So, ob ich zuerst die beiden jetzt ausschalte? Vorne auf dem Platz ist ja keiner mehr, ne? Das heißt, ich kann jetzt von dieser Seite hier rein. Das ist ja nicht ungewöhnlich für niemanden hier. So. Wir haben jetzt... Nee, ich kann nicht aus der Hocke aufstehen. Niemals. Egal, ob mich jemand angreift oder ich eine Tür aufmachen will. Ich hab's im Rücken. Schon immer. Ich glaube, das war alles hier, ne? In diesem sehr ergiebigen Häuschen. So. Jetzt noch irgendwie da vorne aus. Ein Wachmann. Kein Interesse. Das war nie wirklich deine Berufung. Kein Interesse? Wieso? Machst du dich gar? Ra? Willst du nicht herkommen? Dann komm doch. Ich lass dich deine Milz fressen. Ha? Das ist aber frech. Ist gut, aber der Said bestraft uns. Wer bestraft dich? Wo? Was? Verstümmel dich Stück für Stück. Du klingst genauso wie dein Bruder. Was zum... Hey! Das war dieselbe Animation, geil. Wer hat das denn jetzt schon wieder gesehen? Irgendwas Interessantes hier noch? Leeres Blatt Papier. Die wollten schreiben lernen. Komm vor. Käfig öffnen. Achso, nee, da ist ein Mensch drin. Achso, ich dachte, da wäre eine Bestie drin. Können natürlich. Ich glaube, der ist tot. Wie gemein ist das denn? Ich mach das auf und dann ist da niemand. So. Schön. Hey, bist du nicht der von den Aushängen? Halt! Nö. Halt. Mich nicht? Wieso komm ich nicht durch? Okay, der kommt bis da vorne. Also die erkennen uns doch von den Aushängen dann. Da war nichts. Und glauben dann, wir sind irgendjemand. Okay. Wir werden häufiger erkannt. Das ist natürlich schlecht. Ich würde gerne das doch dann, wenn das jetzt in dem Gebiet doch zu was führt, würde ich das gerne ändern.
Ich möchte aber keine Machtmünze dafür verbrauchen. Ich würde gerne einen Aushang finden von uns. Ich laufe mal hier einfach ein bisschen lang in der Hoffnung, dass hier ein Aushang gleich auftaucht. Meistens tauchen die nach einer Zeit ja auf. Hey, halt! Das kommt mir bekannt vor. Okay, die finden uns doch. Okay, also es reicht, wenn ich so nah bei denen vorbeilaufe quasi. Am besten bleibe ich im Schatten. Okay, das ist jetzt gerade gespawnt. Sehr gut. Haben wir noch eins? Wo wird hier oben noch eins angezeigt? Ich weiß nicht, ob das der Typ ist oder... Wir werden bezahlt, um rumzustehen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Muss mal ganz kurz gucken. Danke. Ich glaube, der Ausgang ist hier irgendwo. Ich sehe nämlich gerade zwei. Ich sehe das. Ah, da ist es. Perfekt. Ich falle besser nicht auf. Ich fände es cool, wenn sich der Aushang an der Ausrüstung orientieren würde. So, ne? Die Ausrüstung, die wir tragen, dass das dann einfach genommen wird, was wir als Verkleidung gewählt haben. Weil das... Ja, das hätte schon was. So, okay. Wir haben... Huch, da vorne ist ja noch was. Schön. Nee, wir... Komm, wir machen jetzt erstmal die Quest hier. Ich sage immer hauptquestorientiert, aber es ist ja eigentlich eine Nebenquest, der Hauptquest. So, aber jetzt werden wir auf jeden Fall nicht mehr erkannt. Weil man kennt es, wenn man irgendein Bild irgendwo abreißt, dann weiß auf einmal niemand mehr, was er gesehen hat. Nö, ich weiß. Aber wir haben irgendwie was anderes, dass die Wachen sofort was gegen uns haben, ne? So, aber jetzt kann ich an dem vorbeilaufen, es passiert nichts. Also wenn ich gehen würde, wäre wahrscheinlich noch unauffälliger, aber, ne? Wir laufen halt. So gut. So, finde das Gebiet. Ganz ehrlich, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, das mit dem Gebiet suchen und finden. Also nicht, wir haben es nicht gefunden, aber... Hi! Guten Tag! So, Sperrgebiet. Doch kein Sperrgebiet, okay.